Servus Leute. Mit welchen drei Wörtern würde ich Alex beschreiben? Groß, ruhig, gut aussehend. Mit welchen drei Wörtern würde ich Luca beschreiben? Kapitän, laut, hübsch. Größter gemeinsamer Erfolg? Natürlich ÖFB U18 Jugendligameister, na Spaß. Der Jugendflieg-Sieg letzten Jahr. Hat Luca ein Ritual vor jedem Spiel? Ja, also tut sich immer ein Kilo Gel in die Haare vor jedem Spiel. Welches Tier wäre Alex? Ich hätte gesagt, aufgrund seiner Größe eher Giraffe als Löwe, aber ja. Welches Tier wäre Luca? Würde ich sagen, ein Nilpferd, weil also das ist nicht der dünnste. Mit was spielt Alex lieber, PlayStation oder Xbox? Wie gesagt, PlayStation, oder? Ja, das stimmt. Der größte Unterschied zwischen Wien und Salzburgern, man versteht die Salzburger kaum. Also am Anfang war es richtig schwierig, aber mittlerweile verstehe ich schon ein, zwei Wörter. Welches Tor von Alex blieb dir am besten in Erinnerung? Also, ich komme nicht hin, dass der Alex überhaupt Tore geschossen hat. Und wenn, dann schon das im Youth League-Finale. Was mag ich extrem an Luca? Dass er mir immer so gute Coachings gibt im Spiel, wenn er mich von hinten anschreit. Mit Zwinkern. Was mag ich extrem an Alex? Eigentlich würde ich die Frage gern weglassen, aber Alex ist ein sympathischer Typ. Versuche dem Spiel für die Molle zu geben und das mag ich extrem an ihm. Was ist das Besondere, wenn beide Meiselbrüder mit mir spielen? Also ganz ehrlich, daran finde ich nichts Besonderes, aber sie schauen beide ziemlich gleich aus und manchmal fällt es mir echt schwer, sie auseinanderzuhalten. Hat Alex irgendeinen Trick? Nein. Er hat mehrere, hätte ich gesagt. Viele. Nein, er kann einiges empören, da beherrscht er schon ein paar Tricks auch. Mag Luca lieber auswärts oder heimspielen? Ich glaube, Heimspiel, da hat er es nicht so weit nach Hause. Okay, das war's. Okay, ciao. Ich und der Alex, jetzt kennt ihr uns ein bisschen besser. Ciao.